So, dann sind wir auch schon hier schön auf dem Weg hier zur Stadt Torinus, zur Stadtmauer, die ist schon ein bisschen angefallen. Paar Risse, ein bisschen moosig mal so zwischendurch. Wir schauen uns noch vorher mal kurz den Strand an. So, hier den Strand. Hier wird schön hier so, wie heißen die Dinger? Keine Ahnung, das. Nee. Ach, ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich bin mir diese vertrockneten Setzlinge, sag ich jetzt mal. Ein schöner Strand und auch hier, der führt auch hier ins Wasser rein. 5 tief und das ist eine Heidenarbeit gewesen. So alles hier bis zum Boden. Das ist schon echt, ja, das artet sich schon wirklich in Arbeit aus und nicht mehr schon den Spaß. Und man sieht hier runter ist ja auch noch Cleanstone, aber ab hier hört dann auf. Auf jeden Fall schaut man sich mal den Strand an. Ja, das ist ja wirklich hier überall der ganze Untergrund. Und ich weiß nicht, wie lange ich an dieser Karte sitze, aber bestimmt schon 10 Stunden. Aber dabei sieht man gar nicht so viel, ne? Egal, machen wir uns mal auf in den Weg zur Stadt Korinnes. Sagen wir mal ehrlich, ich kriege gar nicht so viel hin, wie ich eigentlich geplant habe. Hier ist eben halt noch so ein schöner See. Ja, auch realistisch, dass es hier schon tiefer ist, da wo der Wasserfall ist, weil da platscht ja immer so das Wasser rein und dann, ja, bildet sich dann irgendwann eine stärkere Kuhle als sonst wo im See. Wer im Erdkundeunterricht aufgepasst hat, der weiß das. So, hier ist eben halt noch das Schiff, was ich auch schon ja erwähnt habe, beziehungsweise auch schon gezeigt habe. Hier sogar mit einer Figur vorne drauf, mehr oder weniger. Wie nennt man die Dinger nochmal? Nicht Figuren, sondern. Ach, ich weiß nicht. So, und das Segel ist auch schon nicht mehr ganz so weiß. Hätte ich vielleicht noch ein, zwei weiße Blöcke machen können, aber. Naja. Also ist sie eben halt gestrandet. So, und hier beginnt sich die Mauer von Korinnes. So, wir können mal in die Stadt Korinnes reingucken. Oh, da ist noch. Die habe ich vergessen. Oh, Baufehler, hier kann man noch reingucken. Da oben. Das ist natürlich kein Fadenkreuz, deswegen kann ich das nicht so gut symbolisieren. So, hier ist eben halt auch eine schöne große Fläche hier überall. Das muss ich alles noch gucken, was ich da hinbaue und so. Ich habe mir ja. Moment, ich habe hier irgendwo eine Karteikarte aufgeschrieben. Überall. Wo ist er denn? Ja, ich muss jetzt hier kurz kramen und ihr seht nichts, das ist toll, ne? Ich bräuchte mal. Nein. Das ist, ich habe mir. Keine Ahnung, wie viele Sachen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mal 4 und dann. Also, ich habe über 80 Sachen aufgeschrieben, was ich hier alles noch baue. Und ich kann mal einige vorlesen: Haupthaus, Gefängnis, Kaserne, Bauernhof, Adelshaus, Alchemie. Ja, also so ein Alchemistenhaus oder irgendwie sowas. Bäckerei, Leihhaus, Wirt, Bauer, Bogenmacherei, Bordell, Bücherei, Fischer, Friedhof, Hotel, Gerberei, Glasbläser, Goldschmied, Holzfäller, Jägerhütte, Waffenlager, Kriegsschiff, Magierturm, Metzger, Schmied, Schriftsteller, Kartenzeichner, Tischler, Wachturm, Markt, Dungeon, Mine, Mine. Ja, weil es Minecraft heißt, deswegen. Canyon, Teich, Höhle, Orkgebiet, Redstone, achso, nee. Steinabbaugebiet, Fischerdorf, Gießerei, Baumeistergilde und bla bla bla. Das war jetzt nur ungefähr die Hälfte von dem, was ich noch bauen wollte. Und das ist auch größtenteils nur das, was in dieser Stadt ist, also in Korinnes. Aber egal. So, ja, und die Stadtwache, beziehungsweise die Miliz, wie sie ja hier heißt, hier ist ein Haus von einem dieser Fuzis. Der wohnt hier so im Wald drinnen. Und der hat ja auch so einen geheimen Schalter. Da kann er die Türen zumachen und dann sich verpieseln. Also wenn er eben halt nicht auf seiner Position ist hier. Weil er ist der Typ, der kontrollieren muss. Ich kann mal kurz die Tür aufmachen. Er ist der Typ, der kontrollieren muss, ja, wann das Tor zugemacht werden muss und wann nicht. So, wenn da einer so Scheiß baut und so, und sagt er, ja, alles klar, du kommst du nicht rein und dann, ja. Hier kann er eben halt das Tor zu machen. Das kann ich auch nochmal kurz von außen zeigen. Also er macht das nicht komplett zu, aber wenigstens so, dass man da nicht mehr durchkommt. Ja, Evil Chicken, die kommen da natürlich noch durch und Spinnen, aber die sind ja eher nebensächlich. Weil ich ja sowieso nicht mit Monster mache. Ich mache das ja nur als Show. Von hier drinnen kann er das natürlich auch abschließen, damit er hier ein bisschen ungestört ist. Und hat hier oben auch ein kleines Luftloch, ne? Weil er eben halt Luft braucht. Und hier hat er auch so ein kleines Luftloch.
weil die Stadt kein Geld hat und sich keine Fenster leisten kann. Das können nur Privatpersonen. So, und hier geht es auch in den Wall rein. Hier ist aber noch nichts, ja, noch nichts gebaut. Ich wollte hier wahrscheinlich noch so Löcher bauen, so dass man immer so als Bogenschütz noch da rausschießen kann aus dem Wall drauf, falls mal die Orks die Burg angreifen oder ich weiß nicht. Dafür muss ich erstmal grundlegend das, ein bisschen das Szenario erklären. Es gibt nämlich drei Fraktionen hier in dieser, auf dieser Insel. Nämlich einmal gibt es die Stadt Korinnes, also diese hier. Dann gibt es, also das ist ganz deutlich bei Gothic 2 bzw. 1 angelehnt oder mehr oder weniger auch schon teilweise abgeguckt. Und dann gibt es eben halt noch den Großbauern. Das ist so, also was, man muss das glaube ich ein bisschen anders erklären. Also, es gibt einmal die Menschen, einmal die Orks auf dieser Insel. Und die Menschen, die kämpfen natürlich gegen die Orks, was natürlich, was eigentlich fast immer so ist. Und ja, die Menschen, also das Reich besteht ja nicht nur aus dieser Insel, sondern auch noch aus dem Festland was. Und weil die Insel hier halt Unterstützung braucht, wurden die Krieger dieses Reiches, also die Paladine, wurden hier hingeschickt. So, und die Paladine, naja, die wollen natürlich auch was essen. Und der Großbauer, normalerweise musste er immer ja, so Abgaben an die Stadt machen, ne? Und damit ist er auch in Ordnung, weil durch diese Abgaben wird er von den Orks beschützt oder vor Banditen oder was auch immer. Aber jetzt, wo die Paladine da sind, ist natürlich, muss natürlich viel mehr abgegeben werden. Und der Bauer hat gesagt, nee, das ist doof. Und hat sich Söldner angeheuert und ja, hat sich Söldner angeheuert und ist jetzt mehr oder weniger rivalisiert gegen die Stadt. Soll heißen, die Stadt hat ein Nahrungsproblem. Ja, und dann gibt es noch das Sektenlager. Kennt man vielleicht aus Gothic 1. Ich weiß nicht, das ist hier voller Gothic-Anspielung und so. Das ist eigentlich die richtige Mischung für Gothic-Fans. Ja, da leben halt eben so Gurus und Tempelritter-Gedöns. Und Novizen und die versuchen eben halt die religiöse Erleuchtung zu erlangen. Die sind so ein bisschen so wie, ja, wie soll man sagen, jetzt fällt mir kein fieser Vergleich ein. Verdammt, ich will jetzt irgendeine Sekte, aber mein Gehirn ist gerade wieder so leer und mir fällt nichts ein. So, jetzt können wir uns mal ein paar Häuser auch angucken. Gehen wir mal in dieses Haus. Wie gesagt, die Kisten sind noch alle leer. So. So, hier ist ja auch so ein schöner Balkon, also muss er ja ein bisschen reicher sein, auch wenn er hier unten am Hafenviertel ist. Weil ihr müsst wissen, das Hafenviertel ist eigentlich eher das ärmere Viertel. Er hat jetzt auch zwei Bücher, das heißt, er scheint wohl relativ schlau zu sein und auch das Geld zu haben für die Bücher. Und auch ein schönes Bett hier so extra hoch gemacht. Er hat sogar eine eigene Toilette und das muss schon sehr reich sein. Hier. Ja, ich bin in der Toilette. So. Fertig. Und hier hat immer schon eine schöne Fackel. Und hier hat auch so eine, eine gigantisch große Farm, wo hier so ein, zwei Schafe sind. Die hält er sich so mehr oder weniger als Haus, das sind Nutztiere, so eine Mischmasch aus beiden. So, und hier hat er eben halt einen Schalter. Und dadurch öffnet sich das hier. Oh mein Gott. Das ist hier der Weg zur Kanalisation. Den ihr müsst wissen, das ist auch wieder genau wie in Gothic 2. In der Kanalisation ist die Diebesgilde in Anführungszeichen. Das heißt, das sind so ein Verbund aus Dieben. Moment, das kann ich jetzt hier auch dazu machen. So, das Problem ist natürlich, man muss das mal überlegen. So, wenn ich jetzt das hier aktiviere und da reingehe, dann ist es ja natürlich die ganze Zeit offen. Außer ich gehe wieder hoch und deaktiviere das. Das heißt, ich habe hier noch einen Schalter hingebaut und durch Redstone und Swiftline geht das hier auch wieder zu. Und wenn ich jetzt oben wieder was das drücken würde, würde es wieder aufgehen. Danach könnte ich hier unten wieder zumachen. Das heißt, es ist praktisch wie so ein Doppelschalter in einem Haus drin. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr so zwei Stockwerke habt. Oben, mit unten könnt ihr das obere Licht an- und ausmachen. Aber unten genauso. Ja, ich kann euch mal kurz die Schaltung dazu zeigen. Tutorial werde ich dazu nicht machen, weil ich eigentlich keine Tutorials machen will. Hier ist übrigens das Tor, ne? Hier ist so schön aufgebaut. So, und das hier ist diese Doppelschaltung.
Ja, hier Signal und dann bla bla und blub blub und dann geht's an und bam. Ich kann dazu ein Tutorial machen, wenn ihr das sehen wollt. Aber eigentlich will ich keine Tutorials machen, aber naja. Vielleicht mache ich es ja doch noch. So, und das wäre mal das Haus. Ich habe ja auch so eine Merkkarte geschrieben, da ich jetzt mal so ein Schild einfach gemacht. Das Haus von der Diebesgilde. Also da wohnt jemand in der Diebesgilde. Deswegen ist es auch so reich geworden, weil das der Anführer der Diebesgilde ist. So, hier ist jetzt ein ganz normales Haus. Hier auch so schöne Zaun, damit man gesichert ist vom Runterfallen. Also hier ist jetzt so ein normales Haus, das ist ganz Standard. Hier ist ein religiöser Mensch, hier das so also ein Engel und so. Hier ist auch noch nichts in der Kiste drin. Hat jemand ein Crafting Bench? Fenster auch, hier so zwei Stück. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Ist ja so am Wall dran. Und hier eben halt schöne Pflanze und auch ein Bett, wo jetzt mal gerade wird schlafen. Wir leihen uns das mal gerade drin daran aus. So. Aha. Okay. Ich muss mal weiter. Hier ist auch noch ein Haus. Und das hier aus Cobblestone und Holz und so. Finde ich, sieht ganz nice aus. Hier sogar ein bisschen Moos, aber ich habe es noch nicht eingerichtet, weil ich dazu noch nicht gekommen bin. Ja, sieht aber, so finde ich meine Struktur schon mal gar nicht schlecht. Kann man so benutzen. So. Hier ist jetzt der Leuchtturm. Sieht sehr fertig aus, aber nein, ich will fliegen. Ich will fliegen, geht auch. Aber den Leuchtturm werde ich erst später zu Ende bauen, weil erstmal brauche ich die ganzen großen Gebäude wie die Kirche und das Haupthaus eben halt und die Kaserne und sowas, damit ich weiß, wie groß so die größten Gebäude werden, damit der Leuchtturm nicht so ganz groß dasteht und so überragend ist und sowas, weil das wäre ein bisschen scheiße. Weil das ist ja nicht der Koloss von Rhodos, das ist einfach nur ein ganz normaler Leuchtturm. So, und hier sehen wir das nächste ganz normale Haus, so wie jedes andere auch. Ja, hier mal so ein bisschen Fenster und so und auch so ein bisschen so nicht ganz so quadratisch und so. Aber eben halt nichts Besonderes. So, das nächste Haus ist eben halt das Alchemistenhaus. Ja, und ich weiß, der Rechtschreibfehler kam schon mal in der Adventure Map drin vor. Und da habe ich mich nur vertippt, beziehungsweise ich habe es so gemacht, damit es reicht auf eine Zeile. So, hier wurde ein Alchemisten. Das kann ich auch mal kaputt machen, das passt schon klein. Und jetzt kriegen wir wieder einen schönen Fackelständer. Ständer. So, und hat auch schon was zum Sitzen, damit er seine Bücher lesen kann oder studieren kann, wie auch immer. Natürlich auch ein Bett und hier eine schöne Kiste, wo aber, wie gesagt, nichts drin ist. Ja, und hier sehen wir eben halt schon unser, warum er Alchemist ist, ne? Er schlägt Tränke und sowas her. Hier hat er so ein Bottich zum Wasserschöpfen. Bottich. Er hat keinen Bottich. Hier hat er eben halt so ein dieses komische Ding. Ja, so ein Tränkebraun, bla bla. Ich weiß selbst gar nicht, wie es heißt. Ich nenne sie mal Tränkebraun-Ding. So, hier mal halt auch so Alchemiebücher, hier so schön zum Nachlesen. Ne? Er muss ja informiert sein. Hat ja auch schönen Wasserausblick. Abgesehen von dem Bedrock, der stört da noch ein bisschen. Aber naja. Und hier kann er eben halt auch seine Tür abschließen, damit er hier ungestört drin werkeln kann. Mehrere Tage lang. Er ist immer sehr abgeschotten und dann sehr ungestört. Und er hat natürlich auch jemanden, der ihm sein Kraut sammelt. Und er verkauft dann seine Tränke an die Händler und ja, so ein Dienstleistungskreislauf, kann man sagen. Beziehungsweise industrieller Kreislauf wegen Herstellung und so, bla bla bla.